zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Gut, und damit willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich habe gerade ein kleines bisschen von der Szene versehentlich gecuttet. Jedoch, weil ich 2-3 Schritte gelaufen bin. Die Session läuft also immer noch. Und ja. Wir sehen hier Liaras neues Arbeitszimmer, kann man sagen. Und anscheinend hat sie auch hier ihren kleinen Edi da hinten. Du siehst. Ach so. Das sind scheinbar Informationen oder so. Was haben wir hier? Investitionsmöglichkeiten. Warnsignal. Ich glaube, das sind kleinere Side-Missions, oder? Ja gut, lassen wir mal aus. Das sind bestimmt so kleine Randmissionen. Das nehmen wir mit. Hey, warum nicht? Die Geliebte des Turianischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Nice, wir haben einen Tipp bekommen, wo sich Zero Element aufhält. Das ist auch sehr schön. Was das andere war, ob das jetzt für Credits war, ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, was sich jetzt auf der Karte getan hat. Und war das Operation Overlord oder ist Operation Overlord jetzt noch frei? Der Shadow Broker ist ja jetzt ein neuer. Einen eventuellen zweiten Speicherstand hätte ich auch noch, falls die Mission jetzt weg ist. Um die vielleicht mal irgendwann zu zeigen. Falls die jetzt weggetriggert wurde. Gucken wir gleich mal. Hoffen wir mal, sie ist noch da. Das ist die Shadowbroker Basis. Moment mal, vielleicht war das Operation Overlord. Sonde unterwegs. Vielleicht war das Operation Overlord. Die ich gleich. Ja, quasi mit Macht habe. Boah, richtige Zero-Quelle gibt's hier. Starte Sonde. Dann ein bisschen Platin und Palladium. Extra Munition für die Pumpgun. Das ist ja schön. Dann das. Starte Sonde. Oh. Uiuiui. Hier gibt's ganz viel Zero. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Und Palladium. Nice, mal eine richtige Quelle hier gefunden. Sonde unterwegs. Und ich glaube, die Scanner-Ergebnisse senken sich dann auch, wenn man etwas
Hey, was ist denn mit dem... Oh, was ist denn mit dem USB-Slot gerade los? Ich hab grad schon dieses... Alter. Sonde unterwegs. Ey, meine Fresse. Kannst du vielleicht mal aufhören, PC? Oh, ich muss gar... Ja, jetzt geht die Maus natürlich nicht. Ey, Mann! Es kotzt mich gerade an. Bis gleich, Leute. So, tut mir leid, es gab offensichtlich ein paar Slot-Probleme, die mir gerade auf den Piss gingen, aber das hat sich dann wohl gerade erledigt. Unerforscht, was gibt's denn hier noch Schönes? Starte Sonde. Ja, die Scannerreihe ist vielleicht ein bisschen langweilig für euch, aber für mich hat das Vorteile. Für mich hat das sehr viele Vorteile. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Das heißt, hätte ich den Shadow Broker jetzt nicht erledigt, hätte sich das in Mass Effect 3 ziemlich übel bemerkbar gemacht. Womit wahrscheinlich gemeint war, dass ich manche Entscheidungen in Mass Effect 3 ziemlich übel auswirken können. Und das Nicht-Beseitigen des Shadow Brokers ist vielleicht eine dieser Entscheidungen. Aber naja, ist ja beseitigt der Typ. Und ja. Mit Liara wird das Ganze schon ganz gute Wege einleiten. Ich hoffe mal, sie gerät nicht auf die falsche Bahn. Ansonsten wird sie ebenfalls ziemlich Probleme bekommen im Mass Effect 3. Aber naja, hoffen wir es mal nicht. Gesteins- und Eisplanet abgebaut. Heißt wohl nichts mehr. Okay, aber hier gibt's noch einen Planeten. Der nicht erforscht wurde. Ach da, bei der Sonne. Das ist ein Gesteinsplanet. Laut den Scannern hohes Vorkommen. Oh ja, definitiv ein hohes Vorkommen. Sonde gestartet. Auch schön viele Quellen hier. Starte Sonde.
So gefällt mir das. Oh, ho, ho. Ich werde auch nicht mehr allzu sehr mit den Credits um mich schmeißen, da ich noch die ganzen Verbesserungen kaufen muss. Und die Normen, die braucht auch noch ihre Upgrades. Ja, ich würde sagen, das reicht. Immer noch ein Planet übrig. Den vielleicht nochmal scannen. Starte Sonde. Na, ja, doch, lohnt sich. Sonde unterwegs. Sonst noch was? Irgendwas Besonderes? Sieht nicht so aus. Nee. Ja, sind wir fertig hier. Dann können wir weiterfliegen. Da fehlt noch irgendwo was. Ach da, der kleine Planet. Gestartet. Da noch eine hin. Da noch eine. Letzten Sonden mal verteilen. Sonde gestartet. Um das Vorkommen noch mal zu stärken. Das war schön auf hoch. Das heißt, hier gibt es noch was, genau. So, das war letzte Sonde. Shadowbroker Basis haben wir erledigt. Das ist abgeschlossen. Sprit haben wir auch noch genug. Ach, da unten ist das Massenportal. Das Mass Effect Massenportal. So, gucken wir mal, was sagt die Karte? Doch, Projekt Overlord ist noch aktiv. Repath FS, das ist eine... ja, Story Mission. Da ist ein Planet reich an Zero. Ja, komm, machen wir das mal. Dieses Projekt Overlord. Verlasse es mal eben hier, weil ich möchte mich erstmal wieder der Normandy widmen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Es wird nämlich Zeit für eine Laberrunde. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Unterhalten wir uns ein wenig, inoffiziell. Nur Sie und ich. Das würde mir gefallen, Shepard. Es ging bisher bei mir ziemlich wild zu. Ich würde gern die Tür zu meiner Vergangenheit schließen und mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Unsere Mission, was sie bedeutet und Sie. Sie. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet.
Ich werde nicht zulassen, dass alte Wunden dadurch wieder aufreißen. Sie sind also damit zufrieden, wie sich die Dinge entwickelt haben? Das habe ich doch gesagt. Worauf wollen Sie hinaus? Er war Ihr Vater. Das muss Sie doch berühren. Ich würde Ihnen gerne helfen. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich Ihnen Bescheid. Wie gesagt, ich hatte lange genug Zeit, um mit dem Tod dieses Mannes fertig zu werden. Ich war damit nur ein wenig zu früh dran. Ich bin gern in Ihrer Nähe, weil wir beide Soldaten sind. Sie müssen es verstehen. Die ganze Last ist es nicht wert, dass man sie mit sich rumschleppt. Ihnen fehlt die Distanz, um zu erkennen, wie sehr Sie das alles mitnimmt. Das ginge mir auch so. Vielleicht geht es dabei ohnehin mehr um Sie. Von uns allen brauchen Sie vermutlich am dringendsten ein Ventil. Drehen wir den Spieß doch mal um, Shepard. Was schleppen Sie mit sich rum? Was wollen Sie loswerden? In 2 Jahren verändert sich ziemlich viel, wissen Sie. Ich nehme niemandem übel, dass er mich für tot hielt, aber für mich waren es nur ein paar Wochen. Schon hart. Wenn jemand stirbt, bleibt er normalerweise tot. Aber wie bei meinem Vater treffen Sie immer wieder Leute, die sich anscheinend nur verändert haben. Und ich bin immer noch die gleiche. Mir tun diese Leute leid, Shepard. Wissen Sie, warum sie sich alle verändert haben? Weil sie sie verloren haben. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das sein muss. Wissen Sie was, Jacob? Ich glaube, wir brauchen einander. Ich weiß, dass ich Sie brauche. Okay. Wollen Sie wissen, was mich wirklich bewegt? Sie. Reicht das? Sie machen Ihre Sache wirklich sehr gut, Shepard. Wenn das hier vorbei ist, brauchen wir beide mal ein bisschen Zeit miteinander. Wenn Sie Glück haben, Jacob. Commander. Okay, ja, auch das gehört natürlich zum Spiel dazu. Vor allem bin ich auf Annies Cutscene gespannt dann. Aber gut, so viel zur Romantik. Jetzt geht's wieder ins Geschäft. Und zwar zuallererst zum Forschungsterminal. Hier haben wir nämlich sehr, sehr viel. Jetzt könnte ich, obwohl das auf einmal, das scheint wichtig zu sein. Die Schildstärke. Nee, damit warte ich noch. Fortgeschrittenes drin. Ich glaube, das haben wir schon. Das ist nice. Das auf jeden Fall. Die Schrotflintenmunition. Und vor allem die multipler Kern. Das auf jeden Fall. Jetzt hier raushauen können. Das ist der Hammer. Ja, wir haben ja sehr viel schöne Upgrades bekommen. Morden, was sagst du? Ich kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat, meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Schade, dass ich ihn töten musste. Er hätte ein gutes Mitglied des Teams abgegeben. Kein Problem, sich die Hände schmutzig zu machen.
Was ist mit Malons Daten über die Genophage, seinen Ansätzen für ein Heilmittel? Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß Ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Habe viel zu tun. Okay, gut. Dann will ich dich mal nicht dabei stören. Fane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Ja, ist auch so, glaube ich, eine Zeitmission. Ich wollte ja zur Overlord-Mission. Vorher jedoch ein bisschen noch ein paar Sonden verteilen hier und da. Nicht mehr allzu viele. So. Das kann man so zwischendurch mal machen. Auch nicht allzu oft. Hier noch was? Ach ne, ist zu niedrig. Ich würde sagen, wir steuern mal Overlord an. Das dürfte, glaube ich, eine Add-on-Mission sein. Okay, machen wir das mal. Projekt Overlord. Ich habe schon viel von gehört von der Mission, dass sie ziemlich genial sein soll. Jetzt bin ich gespannt, wie sie denn so ist. Werden den Part jetzt bloß noch landen hier? Dann kommt eine Cutscene wahrscheinlich. Und dann gibt's den Cut. Wir nehmen mal wieder Garrus und Grant mit. Also meine besten zwei Leute. Jetzt ist Verstärkung auch frei. Super. Ach verdammt. Egal. Gut, das machen wir im nächsten Part von Mass Effect 2. Bis dann, Leute. Tschüss.